Bürgergarde Blau-Gold. Großer Saal des Satori, donnerstags. Die einzige Sitzung dieser Session? Nein, natürlich nicht. Das ist unsere letzte Sitzung in dieser Session. Wir haben angefangen mit der Herrensitzung, danach unsere Mädchensitzung, Prunk- und Kostümsitzung und heute die vierte Sitzung, die Kostümsitzung im großen Satori-Saal. Wie war es bei den Herren? Ausverkauft im Pullman, hervorragende Stimmung, tolles Programm, besser kann es nicht laufen. Warum sitzen die Herren immer hinter Bierfässern? Ich glaube, die wollen sich verstecken. Weil die nicht so schöne Kostüme haben wie die Damen, das ist so. Wer ist denn heute auf der Kostümsitzung? Ja, wir haben heute ein tolles Programm. Unsere Tanzmäuse haben den Beginn gemacht, danach unser Chor. Gerade eben ist der Tuppes vom Land auf der Bühne. Danach kommt Kuhn in der Gang, Guido Kanz, Klüngelköp, Kasala, Cat Balou, Luftflotte. Ich glaube, das Hu des Karnevals. So, wenn das jetzt eure letzte Sitzung ist, dann legt sich die Bürgergarde schlafen oder wie ist das? Nein, dann fangen wir mit unseren Bällen und an, nämlich mit kurz vor Weiberfastnacht, Halle Tor 2, Weibertanz. Da muss ich dazwischen haken. Gibt es da noch Karten für? Für die schnellen ein paar Karten haben wir noch, aber es wird wirklich eng. Jetzt ganz schnell an die Karten kaufen. Das heißt, da feiert ihr bis Mitternacht und dann macht ihr die Musik aus, weil ihr ja am nächsten Tag dann fit für Weiberfastnacht sein müsst. Wir feiern sogar ein bisschen länger. Also von uns, vom Weibertanz, kann man quasi direkt zum Altermarkt und da weitermachen. Und wer da noch nicht genug hat, kommt zu uns in den Wartesaal Bock ob Jeck. Da feiern wir ab 13.11 Uhr unseren Weiberfastnacht-Saal. Wobei, da sind wir leider auch schon ausverkauft. Und samstags machen wir nochmal Alemannsjeck, aber auch da leider ausverkauft. Alemannsjeck ist im Rechtsrheinischen dann, ne? Also Tanzbrunnen? Ganz genau, da sind wir im Tanzbrunnen drin seit Jahren. Auch da tolles Programm, aber wie gesagt, leider ausverkauft. Wie viele Auftritte hatte denn das Chor der Bürgergarde? Also wie viel sind die rumgekommen? Sind die auch irgendwo ganz weit hingekommen? Ja, wir waren dieses Jahr in Duisburg, wo wir am Samstag auch wieder sind. Wir sind in Jüchen, also wir kommen nicht nur in Köln, wir reisen auch das Umland. Wir sind zufrieden. Über die Anzahl, glaube ich, spricht kein Chor. Es könnte was mehr sein, es könnte was weniger sein. Alles gut. Dürft ihr am Rosenmontagszug mitgehen? Ja, wir dürfen mitgehen. Cool. Ja, wir freuen uns auch sehr. Rosenmontag gehen wir mit und natürlich Dienstag in Ehrenfeld, wie es sich gehört. Also man hat euch nicht aussortiert. Nein, wir haben Glück gehabt. Ja, man muss ja mal fragen, ne? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nein, wir als Traditionschor dürfen natürlich Rosenmontag mitgehen. Wir dürfen auch Dienstag mitgehen in Ehrenfeld, wo wir uns auch sehr drüber freuen. Also von daher alles gut. Noch eine schöne Session. Danke dir auch und allen, die das sehen. Der Sturm in. Genau.